Attack the airfield at God. Nein, kein Flug. Nein, 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 nein. Patrick, herzlichen Dank von. Selbstmordmission. Ja, eine Selbstprofession. Herzlichen Dank für den Follow. Kekse bei. Wenn es noch da ist, Holle abgeben. Ansonsten bei Non-V. Mich gibt's links. So, ich werde jetzt raus. Ich spiele noch eine Runde Crusader Kings mit meinem Bruder. Viel Spaß. Viel Spaß. Bis nächstes Mal. Ermord nicht so viele. Tschüss. Ich versuche nicht allzu viele von meinen Verwandten zu heiraten. Moment mal, das ist doch das Ziel. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich Attack Enemy Infantry at Kuching? Okay. Vielleicht kommen wir diesmal wirklich an mit der Info. Wir werden bei MC202 eskortiert. Diesmal müssen wir die Eskorte also mitnehmen. Italiener, Mamma mia. Okay. Wir haben diesmal auch eine KI dabei. Ich bin der festen Überzeugung, dass voller Verlass auf unsere italienischen Verbündeten ist, die uns absolut sicher zum Ziel geleiten werden. Genau. Genau. Moment mal, wir haben jemanden im Geschwader, der heißt Stenz. Ja. Schöner Name. Wendel Stenz. Dieter Schoner, Ernst Broch. Bernhard Staffel. Sehr schön. Weizenbaum haben wir auch. Okay, Accept Mission. Was hier jetzt kurz passieren wird, ist eine kurze Pinkelpause, weil Mission wird generiert. Also sobald der Server, ich den Server neu starten kann. Also ihr habt jetzt gesehen, wir gehen durch die Missionsgenerierung durch. Man kann jetzt gleich den Server neu starten, nämlich genau jetzt. Und Managed. Load. Ich habe zumindest schon mal eine gewisse Übung, dass ich weiß, wo ich klicken muss. Safe und Close. So, jetzt startet der Server neu. Genau, es geht gleich weiter. Bleiben Sie dran für den nächsten Raid. Sieht, ne, ist ja nicht mehr zu halten. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Danke nochmal fürs Prime. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen bei Holla. Beim Turnier, da werde ich wahrscheinlich auch zugucken. Wenn ich nicht gerade selber dran bin. Poultry. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von Warthunder und so weiter sehen wollt, dann Bombing Fritz. Follow da lassen. So, es regnet, oder? Ja, erstmal dem Hörnchen-Follow dalassen. Bei Holla gibt es morgen ein Company of Heroes 3 Turnier mit, weiß jetzt gar nicht, ob Jungs, die noch vom Chat da sind von Holla, die hat heute was verlost, verlost sie morgen auch nochmal was? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nur morgen, okay, nur morgen. So, zu Ende gepafft. Also nimmst du die zwei. Warum steht bei mir eine IL-2 im Hangar jetzt nicht? Ach, übrigens, wer hat mir das verraten? Wenn ihr rausschaut, dann seht ihr das Wetter. Ja, gut, das hier sieht nach Sonne aus. Aber ihr könnt zumindest erkennen, ob Schnee liegt oder nicht, wenn ihr aus dem Hangar rausschaut. Und man hört es ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Stream laut genug ist an der Stelle, ein bisschen plätschern. Es regnet. Also man hört hier im Hangar sozusagen schon, was Sache ist. Nämlich auch die 500er und die Additional Armor. Es könnte jetzt halt sein, dass der uns davon fliegt. Was 60% Sprit beginnt, ich nehme 70. 65 habe ich mit. 65, ja, okay, 65 kann ich mich drauf. Und für die Nerds, History Nerds, wenn ich es richtig verstanden habe, die Markierung, die ihr seht, 3 UBL,
Fragt mich nicht, was das genau bedeutet. Ich glaube, 3U ist, glaube ich, die Maschine und B ist, glaube ich, die Staffel. Ich weiß es nicht mehr. Das Ich weiß macht auch nicht mehr. das Tool und die sind, glaube ich, hysterisch korrekt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Kann denken, mit KI, der startet gleich. Ich habe heute geklickt. Ja, dann mache ich mich mal schnell klar hier. Du bist vor mir. Ja. Wow. Rotiere. Ah, hoppele. Bin in der Luft. Rotiere. Motortemperatur, Scheiße. Ist das Licht erstmal an, hänge ich an den Staffelführer. Ich sehe dich. Ich habe die Kühlung vergessen. Ich habe beides erstmal auf 50. Ich habe den Ölmarkt schon höher, weil ich mich etwas überhitzt habe. Okay. Ich sortiere mich links neben ihn ein. Check. Okay, Öl beruhigt sich wieder. Ich gehe auch gleich runter auf 50. Außentemperaturen, ja, keine ganzen 10 Grad. Und ich gehe auf. Kannst du dein Licht ausmachen? Gott, ist ja langsam. Ja. Lichter sind aus. Ich hörte mich beim Kurvenflug erstmal hinter dir an. Ach, du hast so ein bisschen weg, okay. Bin auf deiner 3 Uhr etwas tiefer. Ja, die KI fliegt mal wieder. Vollgas, kein Gas, Vollgas, kein Gas. Ja, da muss man. Ich habe mittlerweile bei den Einzelspielern, wenn du mal dran bist, dann gibt es einen gewissen Punkt. Die versuchen halt wirklich das zu fliegen, was vorgegeben ist. Und das sind dann, glaube ich, 320 km/h. Okay. Ja, wird schon gehen. Also Und es Klappen ist so, drin, alles drin. wenn du den Kompass unter dem rechts unten neben dem Funk, rechts vom Funkfeuer anguckst. Du siehst jetzt, die obere und untere Scheibe matcht. Er dreht nach links. Ich folge. Level aus. Jetzt matcht sie nicht mehr. Ich verstehe es doch nicht. Ich habe gedacht, das wäre. Ich halte mal ein bisschen Sicherheitsabstand zu ihm. Ja. Sehe Kontakte auf 1 Uhr, halb 2. Müsste jetzt matcht's wieder. Doch, das ist so. Also rein theoretisch, wenn wir die Wegpunkte ordentlich abfliegen,
Dann ist die untere Scheibe zeigt an, wo wir hinfliegen müssen, und die obere, wo wir gerade in welche Richtung wir fliegen. Grob. Ja. Also würde ich sagen, die springt mit den Wegpunkten. Jetzt müssen wir wieder Kühlung ein bisschen zumachen, wenn wir so langsam fliegen, dass wir nicht zu kalt werden. Ja. Gehen wir auf 25, 37. Oh, jetzt Steigen. steigen. Okay, klappen wieder eins hoch. Ein bisschen windiger diesmal. Ja, hat sich irgendwer gemerkt, von wo der Wind kam am Anfang, was der Tower Nein. gesagt hat? Nein. Ja. Nehmen wir an, wir werden jetzt auf 1000 und ein paar zerquetschte steigen. Oder wir leveln aus. Okay, wir leveln aus anscheinend. Okay, ich gebe mit den Kühlung wieder eins runter. Das sind auch so Kleinigkeiten, wie dass ich zum Beispiel beim Flughafen per Kommando sagen kann, hey, ich hätte gerne Landeerlaubnis. Und der Flughafen dann antwortet. Der fliegt so langsam. Ja, viel zu langsam. In welchem Jahr sind wir? Ist Sprit schon so Mangelware, dass wir hier mit Schrittgeschwindigkeit fliegen müssen? Schneidest du nachher noch Videos oder streamst du? Ich mache heute noch ein YouTube-Video. Ah, okay. Hoffe ich. Ja, Ja, zur War Thunder Economy, ne? Quasi. Zu dem ganzen Shitstorm und so weiter nochmals. Wollte ich nochmals machen. was ist da jetzt aktueller Stand? Ja, ach du, sie haben alles wieder zurückgenommen und jetzt fragen sie mal ab und zu die Spieler, aber machen dann trotzdem wieder das, was sie Also machen wollen. Ich bin mal gespannt. selbe Chance wie bei Ja, ich meine, man muss ja sagen, sie fragen jetzt zumindest mal ab und zu und reagieren drauf. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt am Ende dann wirklich für ein Economy Update Ja, rausbringen. uns haben sie ja auch Hoffentlich. gefragt und Ja, ich weiß. Ich war dabei. dieses extra Discord, wo dann noch einer mit drin war und bliblablub und ja. Gut, RB-Spieler sind halt mehr und wahrscheinlich die wichtigere Einnahmequelle. Von daher dürfte es wahrscheinlich die wichtiger sein, was die sagen, aber ja. Ja, jetzt ging es ja um alle Spieler. Das Lustige wäre halt gewesen, dass sie mit den Changes halt es für alle schlechter gemacht haben, außer für Sim-Spieler, ne? Die hätten jetzt diesmal tatsächlich mal ein bisschen profitiert. Ja. Wo ist denn unser Geleitschutz? Ich habe ihn gerade mal irgendwie vorbeifliegen sehen. Nicht da. Ach, zu schnell.
Die 110 ist auch ein schönes Flugzeug. Ja. Auch wenn vollkommen veraltet, aber schön. Wie? Was? Wo? Naja, das war ja noch ein Zwischenkriegsflugzeug, die 110er. Ich habe das starke Gefühl, dass sie bis zum Kriegsende gebaut werden wird und eingesetzt werden wird. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aus Mangel an Alternativen. Also sie war ja eigentlich schon sie wurde ja auch auf Luftkrieg über England, wurde sie eigentlich auch nur eingesetzt, weil es das einzige Jägerflugzeug war, was die Reichweite hatte. Ja, ich meine, da war halt auch viel noch, was man halt erstmal rausfinden musste, ne? Ja. Das ist, tun immer alle so, ja, wie konnte man nur und wieso machte man? Ich meine, das ist auf beiden Kriegszeiten so gewesen, dass man halt Flugzeuge völlig falsch eingesetzt hatte, weil man halt auch vorher noch nie sowas gemacht hat, ne? Ja. Ich meine, Ente mit 75 mm und was war das, der Ju-88 mit einer 88er? Ich glaube, die hatte auch eine 75er, oder? Oder eine 105er, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, eine 75er. Also die Italiener hatten das mit der 102 mm Kanone. Ja, ja, genau. Allerdings gegen Schiffe, nicht als Tankbuster, sondern als Marineflieger. Und ich glaube, die Ju-88, da haben sie versucht, eine 8er reinzubauen. Und Flammenwerfer... Gegen Schiffe, wie bescheuert kann man sein, ne? Wo du denkst, so, ich kann da eine Bombe drauf schmeißen oder ich schieße da mit einem kleinen Geschütz drauf. Naja. Ja. Die Flammenwerfer-Flugzeuge fand ich auch witzige Idee. Ja. Wobei die nicht gegen Bodenziele, Heinkel und Junker 88 haben sie, glaube ich, auch versucht. Da ging es eigentlich auch darum, die Bombe in Brand zu stecken, nicht um Bodenziele anzugreifen. Ja, die beste Idee fand ich immer noch, Bomberformation zu bombardieren halt, ne? Ja, 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 ja. Da denkst du, habt ihr niemals Steinschere Papier gespielt oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Okay, ich komm mal ein bisschen näher ran. Mein Sound scheint nicht mehr. Moment, ich gehe mal gerade aus. Irgendwie scheint. Moment, ich fliege vielleicht ein Stückchen von euch weg, aber irgendwie scheint mein Soundbot nicht mehr zu tun. Also, DJ Gummikuh, was ist bei War Thunder Economy? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. War Thunder hatte zuletzt einen riesigen Shitstorm, wo die Leute, also wenn du auf die Steam Reviews geguckt hast, die waren plötzlich nur noch mixed. Die Leute haben das Spiel gereview-bombt und so weiter. Die Leute haben. Es gab eine War Thunder Spielergewerkschaft, die sich gegründet hat und die zu einem Boykott aufgerufen hat und so weiter. Da ist jede Menge passiert. Und zwar, weil sie halt gesagt haben, es gäbe ein Economy-Update jetzt, wo alles für alle billiger werden würde. Und wenn du dir die Zahlen angeguckt hast, ist halt alles für alle teurer geworden. Also, bis was im Prinzip vom Jahr oder zwei für Sinn durchgezogen haben. Ja, genau. Und da haben sich die Leute halt dementsprechend ein bisschen aufgeregt, vor allem, weil die Leute haben sich halt beschwert und hat halt Geischen gesagt so, ja, es haben sich ein paar beschwert, weil die einfach nicht verstanden haben, wie das Economy Update ist, dass alles billiger wird. Die haben im Prinzip... dann haben sich, ja, dann haben sich die Leute halt erst richtig aufgeregt, als sie dann quasi auch noch gesagt haben, nee, ihr seid einfach nur zu blöd, um zu verstehen, dass wir eigentlich ja alles billiger machen. Ja, sie haben ja im Prinzip einfach nur die Antworten, die sie damals bei den SIM-Änderungen genommen haben, kopiert. Das waren die klitzegleichen Aussagen. Und dann hat der Lead des Kreativteams auch noch irgendwie drei Seiten langen Artikel geschrieben, wo er den Spielern erklären wollte, wie halt Free-to-Play funktioniert und so weiter. Weil ja auch alle das irgendwie nicht verstehen würden. Und so. Das hat halt alles nicht geholfen, um die Leute von der Palme wieder runterzubringen, sagen wir es mal so. Ja. Okay, das aber mit der separaten Motorsteuerung, was ich da gerade gemacht habe, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das haben sie relativ gut gemacht. Du kannst zwar immer noch alles, also wenn du dementsprechendes Equipment hättest, könntest du wirklich jeden Motor auf einzeln belegen.
alle Niemand Funktionen. hat die Absicht, eine Oh, Rubberbanding. P2D-Kanami zu machen. Ja. Rubberbanding des Grauens. Was ist jetzt Ja, los? Ey Mann, Pay to Win, darum ging es eigentlich gar nicht so, sondern eher so nach dem Motto, sie machen die Repair-Kosten und so weiter so, dass jeder konstant halt Silver Lions verliert und dass du dementsprechend halt, oh mein Gott, ich habe A gedrückt. Das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, weil bei Sim haben sie das durchgezogen und wenn du in Sim geflogen bist und nicht Premium-Account hattest, ich habe nur Miese gemacht. Ich habe in dem letzten halben Jahr, wo ich noch gespielt habe, Kontakte 12 Uhr, etwas niedriger als wir. Alles klar, sehe ich, ja. Nur Silver Lions verloren und ich behaupte mal, in den Sim-EC-Matchen war ich in der Regel eigentlich immer einer von den besseren. Ja, egal. Lassen wir das andere spielen. Ja, Oh, Escort ist oh. übrigens bei uns. Ja, unser schöner Kapitän fliegt gerade über mich drüber. Ich habe keine Ahnung. Wehe, du musst jetzt die Richtig. Bombe. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bin über Dief, nicht nach oben ziehen, bitte. Ja. Er fliegt eine Rechtskurve. Warum das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich reihe mich mal hinter ihn ein, aber ich sehe dich nicht mehr. Du Ich musst bin unter unter mir sein. dir. Ich sehe dich. Ich versuche mich wieder links ein, rechts einzuordnen. Alles klar. In Sim Ja, also von verdient wegen, also man jetzt eher Pay to Play 10% anstatt Pay to Win. RPSL, was Das ist man eher das vorher Problem. verdient hat. Mein Gunner sagt gerade irgendwie Feind greift an. Feind greift. Oh ja, da sind Flieger. Sieht aus wie EL2. Die kommen von rechts, ziehen über uns her. Ja. Die lassen wir einfach links liegen, oder? Ja, mein Gunner hat mal geschießt gerade, aber ansonsten ignorieren wir sie. Mein Gunner schießt auch. Okay. Also kein Verlust, dass ich kein WT mehr spiele. Ach ja, Gummikuh, ich spiele das immer noch gerne, aber es ist halt diese. Das ist einfach die Kommunikation. Die können ja irgendwas ändern, aber die sollen den Leuten nicht irgendwie Blödsinn erzählen. Achtung, Das meine ich. Kurswechsel. Du Ja, bist jetzt unter geht mir. nach unten. Ja, ich gucke mir das mal von unten an, was er da jetzt gerade macht. Wäre schön, wenn er mehr mit uns reden würde, ne? Ja. Ich spicke, wenn wir gerade ausblicken, mal auf die Map, wo wir eigentlich sind. Ich habe halt nie WT-Sim gespielt. Aber der gerade Zeiteinsatz sollte sich schon etwas lohnen. Okay, wir fliegen, wir sind kurz vorm Ziel, aber hier ist ein Haufen in der Luft los, wenn ich es richtig sehe. Deswegen das Rubberbanding, deswegen die Frame-Einbrüche. Ja, vor Ja, uns wird vor uns. gekämpft. Ja, jede Menge. DJ-Gummiku, das Schlimme ist für mich, er war, dass jetzt die meisten Premium fliegen. Japaner fliegen die P51, die Amis die KE61 und so weiter. Und die historischen Line-UPS sind für ein Eimer. Stern ihr? Kontakt 11 Uhr, selbe Höhe. Drei Stück. Hat er gerade was Raketen abgefeuert? Ach ne, die schießen aufeinander, okay. Oh. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Die Frontlinie. Sind das jetzt unsere Flieger, die da beschossen werden vom Ich Flak glaube, oder? das sind Oh, Gegner. ja, jetzt wird es hier aber Die vogelwild. C202 greifen Sie an. Ich bleibe an euch dran. Ich mach einen Bypass bei diesem C. Ich muss wieder ein bisschen. Alles klar, dann folge ich dir. Nimm die hinterste. Sind es auch wirklich.
sind, ja, das sind Rosinenbomber, glaube ich. Ich nehme den zweiten. Ich gehe auf den Osten. Oh, ja, okay. Okay, der springt ab. Ja, sehe Fallschirme. Vorsicht, hinter dir ist was. Ach, das müsste eventuell ein Freund sein. Ja. Okay, jetzt Map-Orientierung. Wo ist eigentlich das Bodenziel? Wir sind... Okay, Müsste hier unter uns irgendwo sein, ne? Ja. Auf unserer 9 Uhr jetzt. Wir haben hier freundliche U-52er auch rumfliegen. Okay. Auf was sind meine Bomben eigentlich eingestellt? Underbelly, okay. Okay, da gehen die falschen Mäge runter. So, wo ist jetzt hier die... Oh Gott. Ich glaube, ich sehe da Ziele. Ist das irgendwas Weißes am Waldrand? Könnte auch ein Fallschirm. Ne, das ist ein Fallschirm. Ja, war ein Fallschirm. Noch mehr Fallschirme. Hier ist alles voller Fallschirme. Da vorne sehe ich Feuer am Boden. Ah, ich glaube, ich sehe was. Bomben los, was bombardiert er denn? Ich greife mal was an. Ich habe keine Ahnung, ob Freund oder Feind. Ah, du bist wie eine A10. Oh ja, da sehe ich was am Boden. Es ist despawned, als ich drüber geflogen bin, natürlich. Ich habe keine Orientierung. Oh, Bombing Fritz fires on a friendly. Du hast die eigene Frontlinie gefunden, das ist doch schon mal etwas. Das ist übrigens genau unser Ziel. Okay, dann glaube ich, ich weiß, wo die Gegner sind. Da ist so ein Bombenkrater, da müssten sie dann ja sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass unser Freund die Feinde auch bombardiert hat. Oh ja, da sind Leute am Boden. Liegst du gerade relativ tief drüber? Ja. Bombe raus. Ah, da, okay. Oh Gott, ich erkenne gar nichts am Boden. Ich glaube, das sind nur Trümmer. Ich erkenne da gar nichts am Boden. Habe ich mal wieder beide abgeworfen. Ne, eine habe ich noch. Hier sind die Fallis, die hängen noch an ihren Schirmen. Wir sind Panzer. Wo? Ah, das ist ein Panzer 38T. Ich habe schon wieder Freunde markiert. Freunde markiert. Ja, Freunde beschossen. Neben diesen komischen Kreis mit den Sandsäcken drumherum. Warte, ich mach mal Feuer mal Leuchtspur ab. Oder Leuchtrakete. Grün. Ach, da drüben, okay. Sehe. Ja. Also hier sind die freundlichen Stellungen. Und da fährt ein Panzer rum. Dann müsst du uns doch orientieren können, in welche Richtung er fährt. Müsst du dann ja östlich vom Panzer sein. Da, wo die Fallis runterkommen.
Siehst du hier irgendwelche Einheiten? Ich nicht. Nee. Ich erkenne in der VR aber auch wirklich, das ist überhaupt nichts. Ich kann die Fallschirme sehen, aber ich erkenne nicht, dass da was dran hängt. Was müsste es eigentlich links von mir sein? Da ist der kleine Krater. Ah, hier ist was. Hier, ich kreise drüber. Da ist was. Hier sind Stellungen. Hier sind Sandsäcke. Ja, es könnten Freunde sein. Wenn man in die Nähe schießt. Mach ich gleich. Gott, der C ist jetzt zum Beispiel schon nicht mehr. Ich muss mir jetzt merken, wo das ungefähr war. Ich riskier's mal. Ja, ich glaube, was du da anfliegst, das sind die Freunde, die ich vorhin auch beschossen habe. Nee, das sieht aus wie ein Russenpanzer, was ich da gesehen habe. Wobei Russenpanzer sind im Spiel alle grün. Und ja, da grau. Fahren deutsche graue Panzer durch die Gegend, genau. Ich erkenne es nicht. Nö. Gib mal dahin, wo der Panzer hinfährt. Etat-2-Oernaries kann man mit dem Tool gleichzeitig auch eine Panzermission generieren. Das nicht. Eine Panzermission geht, glaube ich, nicht. Was man machen kann, ist, du kannst in unterschiedlichen Staffeln fliegen. Du kannst auch gegeneinander fliegen. Also rein theoretisch könnte ich mich jetzt in IE-2s reinsetzen und wir würden dann unterschiedliche Missionen aber gleichzeitig spielen. Ob die dann so sind, dass sie sich matchen, also was weiß ich, Fritz fliegt italienische Jäger, ich IE-2, ob er dann die Mission bekommt, die theoretisch mich finden würde, weiß ich nicht, aber in der Theorie ist es machbar, dass wir gegeneinander fliegen könnten mit dem Tool. Nö, ich habe hier keine Ahnung, wo irgendwas sein sollte. Mein Sprit wird auch langsam leer. Ich glaube, ich fliege nach Hause. Okay. Ich bin gerade hier in der Rauchwolke rum. Die Rauchwolke ist noch feindes Gebiet, ja. Ich habe halt noch 2500, das ist schon. Ja, eben, also irgendwas müssten wir jetzt bombardieren. Ich glaube, das ist ein Industriegebäude. Ich werfe mal eine Bombe auf so ein Gebäude hier. Das sieht nach Schornstein und ja, das ist ein Industriegebäude. Bombe raus. Wahrscheinlich überworfen. Nicht überworfen, der Schornstein steht noch, da schmeiße ich die nächste Bombe drauf. Das Fabrikgebäude steht nicht mehr, ne. Das sind aber auch irgendwie, sieht aus wie Nachschub oder sowas. Oh Gott. Schade. Sonst hätte jemand für euch am Boden aufklären können. Okay, zu kurz gebrochen. Das ist am. Moment, ich bin am. Am östlichen Rand ist ein Gebäude mit Schornstein. Da habe ich mal eine Bombe drauf geworfen.
Aber jetzt fliege ich mal Richtung Heimat, weil Sprit. Es ist auch so, das ist vordesignt, das ist nicht wie normaler, sondern wie du weißt es ja. Ich finde hier absolut gar nichts. Also ich schmeiße auch noch mal in das Städtle hinein. Dann ab nach Haus. Aber ich klicke nach Wegpunkt. Weil da kommen Flieger, die hole ich mir vielleicht noch. Das werde ich mal gierig. Und zwar direkt Oh. Nord. Also wie sieht denn Infanterie aus? Da stehen dann halt wirklich Männchen rum, oder? Eigentlich ja. Und MG-Stellungen können sein. Ich habe da schon mehr unterschiedlichsten Sachen gesehen. Oh Gott, wenn ich es richtig sehe, lenken die auf mich an. Ich glaube, das war eine ganz dumme Idee. Ich bin jetzt ein bisschen weit weg, ich komme zu dir. Im Zweifel renne ich halt, aber ich sehe es ja gerade noch nicht mal. Das ist immer mein Hauptproblem, das Spotting. Ja, die teilen sich auf, das sind die Jäger. Scheiße. Wo? Ich sehe sie nicht. Ach da. Okay. Ja, einen sehe ich. Ich sehe beide. Okay. Wo? Mix. Oder ja, ich glaube, es ist ein Mix. Ich habe unseren Staffelführer wieder gefunden. Ich kreise hier mit zwei. Oh, Scheiße. Wenn der Welche Deckel Höhe? Deck. Sehe einen Kampf. Oh, Kacke. Ich bin der Unterste. Ja, ich brauche noch ein bisschen, aber ich komme. Wo ist der zweite? Häng an einem. Ja, das sehe ich. Wo ist der zweite? Hinter mir ist was, mein Das MG bin ich. schießt. Das, was deinem Geschieß, dann Ich habe ihn getroffen, er raucht. Der andere ist.
auch vor mir, wenn ich den richtig sehe. Dreht jetzt nach links vor mir ab. Ah, wir sehen. Oder ist es der Italiener? Nein, einmal nur 6. Okay, scheiße. Oh fuck. Einer 6 scheint auch irgendwas zu sein, ich drehe ab. Aber aufpassen, Italiener sind hier. Das dürfte ein Italiener sein, der zu dir gegangen ist. Unser Geleitschutz ist hier, glaube ich. Oh, Scheiße. Spiele ich halt Hase. Nicht mehr. Hinter dir, flieg dich an, Vorsicht, kommt rein. Ah, ist... ist über dir, ist weg. Der 202 ist an ihm dran. Ja. Pass auf die Temperatur deiner Motoren auf. Ja, ja. Na gut, wenn er auf mich fokussiert ist, klicke ich vielleicht einfach mal bös formuliert geradeaus. Weil das wird mir hier zu... Da kommt noch mal was. Und eine Flak schießt. Haben wir uns wieder irgendwo hin... Ne, wir sind über Freundesgebiet. Ich habe ihm gerade einen mitgegeben, aber nichts fällt bewegen ist. Mein Gunner schießt. Vorsicht, flieg dich an, Hörnchen, hinter dir. Bleibt an dir dran. Schießt. Ja. Hat überschossen. Komm, 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 diesmal. Ah, Scheiße. Komm zurück zu dir. Ja, der macht eine große Schleife. Ich hab halt die Geschwindigkeit nicht, verfluchte Kacke. Kleiner Treffer auf dem Flügel. Warum muss ich jetzt auch unbedingt gierig werden? Okay, Sprit wird wirklich. Okay, Sprit geht wirklich Richtung Ende. Ich flieg nach Hause. Also mein zweiter. Vorsicht, der fliegt dich wieder an. Ist hinter dir. Dreht ab. Geht hoch.
Ich habe nur so einen halben Tank. Also einen halben. Ich muss nach Hause. Alles klar, ich versuche mal ihn wegzujagen. Ich glaube, der haut jetzt ab. Nee, mein Gunner ballert wie blöd. Dann schießt er auf was anderes. Warte mal. Ach so, okay, der ist hinter dir, wenn du gerade sehr niedrig über den Wald fliegst. Ja. Flieg dich an. Mein Gunner hat aufgehört zu ballern. Ich glaube, der ist einfach über die drüber hergeflogen. Ich sehe dich jedenfalls nicht mehr. Ja, mein Gunner kommt auch senkrecht nach oben. Ach, der ist tatsächlich über mir. Fuck it! Bring mich ran. Na, nicht jetzt nachladen. Also so wieder eine scheiß Kreisel drin. Ich bin getroffen, er dampft. Oder? Oder auch nicht? Doch, er dampft. Warte, er bricht, glaube ich, ab. Er fliegt immer davon, weil er eine höhere Geschwindigkeit hat. Ja. Ja, wie gesagt. Ritt, ich gehe nach Hause. Ich bin auch ein. Nee, ich warte mal, Bomben habe ich abgeworfen. Nichts getroffen. Falscher Modus. Nein, der richtige Modus. One bullet, how are you? Did you play till now, War Thunder? To finish whatever you wanted to finish. Okay, ich habe entweder was zerstört oder ich habe wieder eine Flak gefunden, die am Boden auf uns schießt. Also er fliegt munter davon, ich bin ihm noch ein bisschen hinterher geflogen. Idit Batzen Ibo Distrikt bis DCS. All fine, all fine. But I think it's let me check the clock. Yeah. I think for today the mission going. This one not so well. I mean, we didn't find the ground targets and I didn't shoot down the fighters. Bombing Fritz did a better job in attacking the fighters, now getting home, because fuel. But I think for Fritz, for sure it's the last mission and I think, I mean, it's now... Yeah, I think for me too. Or would you fly one? Would you like to fly one? Let me ask this way. It is all good. We can play another day. Okay. Because yes, it's just 4 hours, but with VR is always so. I need to watch my eyes. That I don't play too much in VR.
And yes, there will. And there will be another day, another mission. Ich finde schön, was sie mit den Wolken gemacht haben. Don't you get sick in VR? Nope, I don't get seasickness. At the beginning it was a kind a bit. In car racing it was more than in flying. For funny reason, the most it wasn't motion sickness, it was more the feeling in the stomach that something is not as it should be. Was in space games, Elite Dangerous. There I more often had this feeling of awe than in racing games or in flying. Bist du auch auf dem Heimweg? Ja. Echt so wenig Sprit, also bei mir sieht der Sprit noch top aus. Er ist bei halb leer. Ja. Ach, warte, ich glaube, warte mal, der dritte Tank ist leer. What have you done in DCS One Bullet? Der vierte Tank ist auch leer. Also hinten rechts. Tank 1 ist unterhalb. Practicing with UE and with F-16. Und 2 ist auch auf halb, okay. Hätte wahrscheinlich noch ein bisschen gereicht. UE and with F-16, okay, nice. Nice. Yeah, DCS. To be honest, as I always say, chats, I'm interested in techniques and in from a strategic point of view, in strategy games, I'm interested in chats, flying, playing missions, not so much. Tech schmutz? Yep. What I would say, helicopters maybe, that maybe could be interesting for me, because that's a total different thing. Will you play PvP in E2 someday? I already did. We can do some runs. I already did, also with Bomb Refits. We made E2 111 one komplett voll, oder? Beide. We even made it, yeah. So we had two H111s. Complete with gunners. So we both died at the end, but yeah.
None of our gunners did see the enemies coming. Yep. We had like 6 or 7 gunners in total. Nobody saw the enemy. And for multiplayer, I either play without VR, or I find full of friends in our bomber. Or I find a way to for spotting in VR, set up settings to make spotting in VR. Because at the moment it's really more a guessing that maybe that pixel on the horizon could be or not. And not really, I know there is something. And in 2D I have a setting which allow me the spotting in distance. Without this setup, you don't need to fly as fighter because they see you before you see them and then you're dead, as you know. Eigentlich müsste ich doch schon wieder. Ist das das Flugfeld? Das ist eigentlich schon da sein, ja. Yep, bin ich. Hier ist aber ein bisschen Betrieb. Pelikan. Pelikan war unser Geleitschutz, oder? Ja. Dann landen die hier gerade. Aber ich nehme den Landeplatz weg. Can you try open XR toolkit? One second. I be heard said improves visuals. Oh. Ja. Wind. Von wo kommt denn der Wind? Ich bin etwas nach links schräg, also wahrscheinlich von rechts. Wenn du Richtung. Also Richtung Uhr. Der Wind kommt aus nördlicher Richtung. Alles klar. Nice landing. Ich sehe dich da unten. Ja, du bist gerade gelandet, ne? Ja, ich roll gerade aus dem Weg. Okay, I almost spoke too soon. Okay, Landeposition erreicht, Parkposition. Ich hab ein Land weggeschossen, wieso? Ach, du bist auch schon gelandet. Ja. Roll gerade auf dich zu. Yes.
Ich sehe es, sagte ich. Jetzt würde ich bremsen. Perfekt. Komm zurück! Siehst du eigentlich eine Standardkamera bei mir? Oder siehst du die mit dem, also ich habe hier vorne ein Symbol an meiner Nase und am Cockpit einen roten Licht mit einem schwarzen Größerzeichen. Nö, ich glaube nicht. Ja, das ist ja eine von diesen Custom-Kameras. Wahrscheinlich siehst du nicht, weil du nicht hast. Nö, bei mir, bei dir sehe ich die typischen zensierten Balken. Da hinten Dinger so. Hinten. Ja, das bei der ist es auch so, bei dem Custom ist es so, dass die zensiert ist. Siehst du da mein Haifischmaul an meinem Flugzeug? Ja, das sehe ich. Und hinten deine italienische Fahne. Mamma mia. Ja. Gut, bin ich Mission? Hier ist Pelikan 1, erbitte Landeerlaubnis. An Pelikan, Landeerlaubnis erteilt. Gorgeous Plane. Pelikan 1. Nice landing, oh, I almost spoke too soon. du hast was abgeschossen, mir wird die C-47 nicht gezählt, Natter. Team. Ich Combat Reporter. Wie viel hast du abgeschossen? Ich würde sagen, ehrlich gesagt, nur einen. Und was? Eine C-47. Ich würde auch behaupten, dass ich eine C-47, aber... Ich habe zwei... Lachs beschädigt, aber das zählt ja, glaube ich, nicht. Nee. Ja, ich habe einen abgeschossen. You play every Saturday, ah, right? Yes, at the moment, normally every Saturday. We are thinking about to look for other date because nice weather, people normally, we hadn't time, so Arrow hadn't time. So maybe we switch today, but we're still in the finding process. So I would, as I did today, ask you in forehand when I know I would play today. But at the moment, we're looking for a better day than Saturday, as most people go out, do stuff on Saturdays. So maybe it's not the best day. Also ich habe eine C-47 abgeschossen, du hast eine C-47 abgeschossen. Yep. Ja, hier wird es nochmal bestätigt. Und unser stolzer Staffelführer hat eine Anti-Aircraft-Gun erwischt. Ich habe keine Ahnung, wo da Feinde waren. Merken, wenn jemand von uns mit VR spielt, keine Infanterie angreifen oder selbst dann, also, du hast ja auch nichts gesehen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ja. Aber ich habe gesehen, da wo er seine Bombe abgeworfen hat, da lagen halt dann Trümmer rum. Ne? Okay. Da habe ich ja auch, ich kann mir vorstellen, dass eventuell die Infanterie nur aus einer Anti-Aircraft-Gun bestand. Ja. At one bullet 95 VL will pro vielleicht dann die Bodensiele höher stellen, wenn wir Infanterie angreifen müssen. To be able to play, oh, was sehe ich denn da? Ja. Oh. Fritz, können Sie das Symbol in der Mitte entfernen? Ja, das ist wieder das Arschloch-Huren-Symbol ist halt da. Ich habe auch eins bekommen.